Mama, meine Freunde, eine ereignisreiche Clash-Mini-Woche liegt hinter uns und wir haben mega viel zu besprechen. Unter anderem hat die neue Season gestartet, es wurde ein bisschen was über die Weihnachtsskins berichtet und es wurden zwei versteckte Helden geleakt. Das alles in diesem Video. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch gerne auf Ehren ein Abo da. Wir gehen rein, viel Spaß! Montag ging es los mit der neuen Season, und zwar Season 5. Wir haben ja ewig drauf gewartet. Ich war so im Hype und habe gehofft, dass die Season nur 30 Tage geht. Allerdings wurde ich dann eines Besseren belehrt. Die Season geht wieder 90 Tage. Ist ein bisschen ärgerlich. 30 Tage reichen. Danach ist beim Pushen meistens ein bisschen die Luft raus. Aber so ist es nun mal in der Beta. Ich denke mal, nach der Beta wird die Season dann auch nur 30 Tage gehen. 90 ist da einfach zu viel. Geht aber anders nicht. Was hat die neue Season denn so Neues gebracht, Freunde? Und zwar den ersten von drei Roboskins. Mit dem Roboter-Spielgoblin und dem ersten Emote. Die Pässe gehen halt 30 Tage. Drei Pässe gibt's in einer Season. Die Season geht dann halt 90 Tage. Star Exchange haben wir wahrscheinlich alle gemacht. Habe ich euch ja ausgerechnet. Star Exchange hat sich mega gelohnt diesmal. Nach einem Tag hatte ich die Minis und meine Helden alles sofort maxed. War richtig geil. Ich habe von super vielen Leuten, die auch Free-to-Play unterwegs beziehungsweise sich nur den Pass holen, auch gehört, dass ihre Minis ratzfatz wieder max waren. Besser ging es gar nicht diesmal. Das war auf jeden Fall ein super geiler Start in die Season. Anfangs, wie gesagt, Montag war ich noch ein bisschen frustriert darüber, dass die Season 90 Tage geht. Aber jetzt habe ich den Entschluss gefasst, dass ich einfach nicht wie ein Geisteskranker 7 Stunden am Tag spiele, 8 Stunden am Tag spiele, wie ich es eine Zeit lang gemacht habe. Dann macht mir das Spiel ratzfatz keinen Spaß mehr und ich brauche was Neues. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach nur noch im Stream zu spielen. Privat so eine Stunde am Tag, vielleicht auch noch nebenher. Aber dann nicht mehr so schnell zu pushen, weil je höher man kommt, umso langweiliger wird es. Wissen wir ja aus der letzten Season. Wenn du irgendwann in der Top 50 bist oder so und dann einfach für einen Sieg plus 2 und für eine Niederlage minus 16 bekommst, ist es super undankbar. Deswegen finde ich es geil, mich einfach im guten Mittelfeld, im Midlaner zu befinden. Jetzt gerade habe ich meine, ich glaube, 2200 Trophäen und bin komplett happy damit. Vorletzte Season und letzte Season hatte ich halt nach einer Woche schon so viele Trophäen, dass es quasi nach einer Woche schon undankbar war zu gewinnen, sag ich mal. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung von mir. So viel also zur neuen Season. Kommen wir aber mal zu den wichtigen Themen, und zwar Skins. Die Weihnachtsskins stehen an, Freunde. Und da hat Clash Mini auf Instagram was gepostet. Und zwar, dass die Weihnachtsskins wiederkommen. Ich blende euch mal eben die Weihnachtsskins ein. Die habe ich ja schon alle vom letzten Jahr. Und dieses Jahr wird es halt nochmal genau die gleichen Weihnachtsskins wie letztes Jahr geben. Ein Skin ist hierbei eine Besonderheit und das ist der Spear-Goblin-Skin. Den hat man letztes Jahr noch durch ein Event bekommen. Dieses Jahr wird man den durch Crystal Coins erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch 800 Crystal Coins kostet, wie jeder andere auch. Vielleicht ist er halt, weil es ein Special Skin ist, ein bisschen günstiger. Das wäre halt auch ganz geil, so als Entgegenkommen, Weihnachtsgeschenkmäßig. Wäre auch cool, aber wir wissen schon mal, dass er mit Crystal Coins zu erhalten wird. Also gebt euer Crystal Coins nicht für irgendwelche Boxen aus. Wartet drauf, der Skin kommt. Wie man die anderen Weihnachtsskins erhält, das weiß man noch nicht. Ich denke aber mal, dass sie ganz normal im Shop verfügbar sein werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein oder zwei davon auch in die Funbox kommen. Weiß ich allerdings nicht, ist nur eine reine Spekulation, werden wir dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Wochen erfahren. Ich denke mal, so in 2 Wochen wird es dann wohl der Fall sein. Damit sind dann auch alle Skins wieder im Spiel, die es schon mal gab, glaube ich. Ich glaube, jeden Skin gab es mittlerweile zweimal, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei der Clowntest aussieht. Aber ein Skin, der fehlt noch, und das ist der Dart Goblin Skin. Wir wissen ja, dass es einen neuen Dart Goblin Skin geben wird, beziehungsweise dass er ja quasi schon in-game ist, nur keiner konnte ihn bisher freischalten. Wie kriegt man den Dark Goblin Skin? Auch da hoffe ich, dass wir bald mal irgendwelche Antworten bekommen. Bisher weiß man es noch nicht. Als nächstes kommen wir zu den Leaks, Freunde. Clash Mini ist sehr aktiv auf TikTok und hat diese Woche eine Kleinigkeit auf TikTok gepostet, wo man viele Helden und Miniköpfe im Hintergrund gesehen hat. Und unter anderem hat man die Köpfe vom Grand Warden und vom Golden Knight gesehen. Das ist super interessant, Freunde. Das wurde schon mal irgendwann in den Gamefiles geleakt, schon vor über einem Jahr. Und jetzt sieht man es einfach offiziell auf der Clash Mini TikTok-Page. Was könnte das bedeuten? Kriegen wir vielleicht im nächsten Update den Grand Warden oder den Golden Knight? Man weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil, Digga. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und was eure Theorie ist, warum die das jetzt schon öffentlich zeigen. Die wissen es ja, das ist ja kein Zufall gewesen. Glaubt ihr, der Warden kommt? Glaubt ihr, der Golden Knight kommt? Und wenn ja, was glaubt ihr, haben die beiden für Fähigkeiten? Ich bin hyped, ich fände es geil. Von mir aus kann auch gerne einer als Held, einer als Mini kommen. Hauptsache, wir kriegen mal wieder ein bisschen neuen Stuff. Das Update war zwar riesig, aber im nächsten Update wünsche ich mir schon mal wieder einen neuen Mini oder vielleicht sogar einen neuen Helden. Und als ob die Woche nicht schon spannend genug gewesen wäre, wurden dann nochmal spontan Balance Changes angekündigt für den 2. Dezember. Das war ja Freitag. Und dann kamen die Balance Changes auch.
Und die sind echt geil. Die haben die Meta nochmal zum Positiven verändert. Vorher war das Trainingscamp mit der Archer Queen in Kombination maximal Win Condition. Sobald du Archer Queen im Trainingscamp als Gegner gehabt hattest, wusstest du, okay, du verlierst. Trainingscamp wurde genervt, Archer Queen wurde ein bisschen genervt. Damit ist alles ein bisschen besser gebalanced. Man kann wieder neue Decks bauen. Ein paar davon habe ich euch schon zusammengestellt. Ein paar kommen nächste Woche noch. Es macht super viel Spaß. Es ist, glaube ich, die geilste Meta, die wir jemals hatten. Da kann ich nur sagen, Props an das Dev-Team. Man merkt auf jeden Fall, dass die sich mit Season 5 richtig viel Mühe geben und ich hoffe, dass das über die gesamte Season so bleibt. Dann gehen wir nämlich stark in die richtige Richtung und ich hoffe, dass es dann auch irgendwann mal Global kommt. Nächste Woche gibt es nochmal ein neues Event und zwar einen weiteren Stage Channel, Freunde. In diesem wird es wohl hauptsächlich wieder um Sachen wie Balance und Minis und Helden und sowas gehen, weil der Gast diesmal Donghang ist. Donghang ist der Herr, der bei Clash Mini für Balancing verantwortlich ist. Und der macht den Stage-Channel, da bin ich super gespannt. Schreibt eure Fragen gerne in den Stage-Channel auf dem Clash Mini-Discord. Das hat sich mir dann gehört. Oder halt auch gerne meine Kommentare. Vielleicht komme ich ja auch dran und kann ein, zwei Fragen stellen. Der Stage-Channel wird nächste Woche Freitag um 3 Uhr morgens sein. Das heißt, die meisten von euch werden da schlafen. Ich schlafe da eigentlich auch meistens schon gerade so. Aber für den Stage-Channel bleibe ich natürlich wach. Und dann wird es nächste Woche Samstag ein Video von mir darüber geben. Da, wo ich wieder die wichtigsten Fragen rausschreibe. Und natürlich auch die wichtigsten Antworten und das alles im Deutschen zusammenfasse. Werdet ihr nicht verpassen, wird super, super spannend. Lasst gerne ein Abo da, lohnt sich. Ich fand die Woche auf jeden Fall super spannend. Mega viele Informationen, hat richtig Spaß gemacht, die Woche Clash Mini zu spielen. Und vor allen Dingen auch Clash Mini zu streamen. Unglaublich, 200 TikTok-Follower mehr haben wir gemacht. Wir haben super viele YouTube-Follower generiert. Also unsere Community wächst und wächst. Unter anderem haben wir es jetzt auch geschafft, 160 Clan-Mitglieder zu bekommen in unseren verwirrt Community-Clans. Auch das ist mega geil. Ich glaube, damit sind wir die größte Clan-Community der Welt. Momentan macht's mir mega Bock. Es macht einfach unfassbar Spaß mit euch allen zusammen. Richtig geil. Props gehen raus an meine geile Community-Freunde. Viel mehr gibt's diese Woche auch gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.